für eine freie, souveräne und demokratische Ukraine nehmen wir wirtschaftliche Folgen in Kauf. Frieden und Freiheit in Europa haben kein Preisschild. Deswegen haben wir entschieden, die Zertifizierung von Nord Stream 2 zu stoppen. Meine Position zu diesem Projekt kennen Sie bereits nur zu gut. Umso wichtiger war es mir, umso wichtiger war es uns, dass wir jetzt, wo wir uns in einem neuen Spiel mit Russland befinden, die Konsequenzen für das Projekt deutlich, deutlich aufzuzeigen und vor allen Dingen diese Konsequenzen jetzt auch voll durchzuziehen.